Morgen aus dem Golfhotel Sonne in Seis am Stern. Heute werden wir zum Völser Weiher wandern. Eine kleine und leichte Strecke, da wir alle irgendwie keine große Lust auf weite Wanderung heute haben. Wir sind an der Talstation von der Seiser Almbahn und werden jetzt auf den Wanderweg Nummer 2 gehen. Die Talstation ist übrigens auch das Partyzentrum von Seis. Hier ist das Restaurant Santa und die Après-Ski-Location. Natürlich kann man in der Seilbahnstation auch ausgiebig shoppen gehen, Skier und Mountainbikes leihen, sowohl an der Talstation als auch an der Bergstation. Wir haben das alte Schloss von Seis erreicht oder Schlosshotel und wandern jetzt zum Völser Weiher. Das sieht sehr malerisch hier aus. Alle, die den Weg selber einmal machen wollen, der Weg startet an der Talstation der Seiser Almbahn und hat als Markierungsnummer die Nummer 2. Wir haben den Völser Weiher erreicht, wo ein Schwimmbad auf uns wartet und natürlich auch ein Ruderboot voller. Das hier ist wohl der Kreuzweg von St. Konstantin hinauf bis zum Völser Weiher. Hier sind auf jeden Fall die einzelnen Stationen zu sehen. Ja, hier ist ein größerer Punkt des Kreuzweges, aber es steht leider nicht dran, welche Nummer das ist.
Dies ist ein alter Kalkofen, in dem man halt Kalk früher gebrannt hat, der als Baumaterial oder auch zum Anstrich und Kalken der Häuser diente. Gleichzeitig hat der Betrieb des Kalkofens, der etwa eine Woche befeuert werden musste, hier die Menschen angelockt und man hat den Kalkbrennern Gesellschaft geleistet. Wir haben unseren Golfplatz wieder erreicht, den man so weitläufig angelegt hat, dass man ihn nur noch mit dem Auto befahren kann. Wir erreichen den Bergwerksstollen vom Martinsstollen. Nein, das ist natürlich nicht der Stollen, das ist einfach die Fußgängerunterquerung der Bundesstraße. Und wir erreichen wieder die Bushaltestelle Martinsstollen. Der Seis am Schlern mit dem autofahrerfreundlichen Kreisverkehr und werden jetzt noch ein Eis essen. So, hier ist das Super-Eis vom Seis am Schlern. Wir sind in der malerischen Innenstadt von Seis, die aus lauter Bettenburgen besteht. Das Hotel ist wieder erreicht.